Jetzt mit dem gestreckten Bein voraus. Es gibt Gelb für den Portugiesen. Nummer 10. Es gibt Applaus. Jonathan eingewechselt während der zweiten Halbzeit. Und Freistoß für den FC Hansa Rostock. Es gelingt dem FC Hansa Rostock jetzt nicht mehr so konsequent, die Bälle an der Außenlinie zu holen, sich eigene Einwürfe zu sichern. Die Portugiesen spielen etwas sicherer den Ball und notfalls eben den Spieler des FC Hansa an und holen sich so selber ihre Einwürfe. An der Außenlinie machen sich jetzt zwei Spieler bereit für Hansa zur Einwechslung, unter anderem Marcel Schied sehe ich da. Aber erstmal Hansa überjenige links, versucht einen Doppelpass, da kommt gegen vier Portugiesen nicht durch. Und die Portugiesen ballsicher und damit muss sich der FC Hansa Rostock jetzt hier auseinandersetzen. Müssen ihre Stärken dagegen setzen. Vujanovic kann den Ball nicht holen und die Portugiesen im Mittelfeld mit Platz. Musias geht da zu Boden, nachdem er gegen scheinbar einen Rostocker Fuß gehauen hat. Das Spiel geht aber in Ruhe weiter. Oh, kurzer Kopfball. Da, Dexter Lang geht hinterher, aber der Torwart hat aufgepasst. So keine Gefahr für das Tor von Firenze. Und jetzt war ein klasse Pass von Tobias Jeneke. Die Portugiesen reklamieren Abseits. Vujanovic setzt sich da klasse durch, selbst wo er gehalten wird. Das war die 71. Spielminute. Da hat er sich klasse durchgesetzt. Da konnte der Portugiese ihn halten. Es war völlig egal, auch wenn die Portugiesen da Abseits reklamiert haben, der Schiedsrichter hat weiterlaufen lassen und dann auf die kurze Ecke gehalten. Der Torwart ist da, Marco. Und so gibt es jetzt Eckball für Hansa Rostock, aber erstmal gibt es eine Auswechslung. Sogar zwei. Und der Eckballschütze, Lartey, Mohamed Lartey wird das Spielfeld verlassen. Und Marcel Schied wird dafür kommen. Nein, Marcel Schied orientiert sich natürlich in die Mitte. Für Vujanovic, der gerade die Riesenchance hatte. Und jetzt Michael Wiemann mit der Chance. Knapp vorbei. Da geht ein Raunen durchs Stadion. Sind Applaus. Latay und Radovan Vujanovic. Neues Spiel bei Hansa Rostock. Marcel Schied, die Nummer 28 und die 5, Sergej Jawlowski. So. Nun noch die Zuschauer von meiner 74. Minute. Der Wechsel bei Hansa Rostock. Marcel Schied natürlich für Radovan Vujanovic, der die große Chance hatte und viel gearbeitet hat heute. Marcel Schied, der sehr, sehr lange schon beim FC Hansa Rostock gespielt hat, öfter ausgeliehen war, dann nach Braunschweig gezogen ist und nun wieder zurück ist beim FC Hansa Rostock seit der letzten Saison. Und Mohamed Lartey, Neuzugang, und Sergej Wiewiórek, auch neu beim FC Hansa Rostock, tauschen die Plätze. Und der Kopfball knapp, aber er geht neben das Tor. Und so Abstoß, Hansa Rostock.
ja, langer Abstoß auch erwartet so von den Portugiesen. Der portugiesische Torwart hat sich am 16-Meter-Raum aufgestellt, um einen langen Ball möglichst abfangen zu können. Das war nicht ganz nötig. Und wie der Jörg Hane schön jetzt in die Mitte gespielt, versuchen sie den Ball mal rauszuspielen, die Rostocker. Und mit Einsatz klappt das dann auch. Dexter Langen versucht ein wenig Technik und Kampf zusammenzubringen. Und erhält den Freistoß. Die Portugiesen beschweren sich jetzt, ich nehme an auf Portugiesisch, beim Linienrichter über die Schiedsrichterleistung. Der fordert sie mit leichten Handzeichen auf, ruhig zu sein. Und das erzürnt die Portugiesen noch mehr. Also man kann nicht sagen, dass die Portugiesen das Spiel hier auf die leichte Schulter nehmen. Es wird Einwurf gegeben für Hansa Rostock. Also die Portugiesen wollen hier schon gewinnen. Auch wenn das natürlich ein Testspiel ist und alle mal ran dürfen. Ich glaube, die Portugiesen haben inzwischen einmal komplett gewechselt, die Mannschaft. Möchten sie hier natürlich alles bewegen und dieses Testspiel bei Hansa Rostock möglichst gewinnen. Was der FC Hansa Rostock ihnen durchaus schwerer macht. Und eben auch die große Chance durch Vujanovic hatte. Und auch weiter hier versucht, seinen Punkt zu machen. Marcel Schied holt da den Freistoß raus. Der Portugiese sagt dem Schiedsrichter jetzt, dass er ihn ja nicht verstehen würde. Der Rostocker ist es egal, er führt einfach aus. Und da wird der Portugiese geschubst von Dexter Langen, das hat der Schiedsrichter nicht so wahrgenommen. Es gibt Eckball für Hansa Rostock. Da sorgen die Portugiesen doch für ein wenig Unterhaltung hier in Lambrechtsgrund. Und jetzt ist das Stadion auch da, es gibt die Ecke, da wird ein wenig geschubst und es gibt den Kopfball zur Ecke erneut. Gute Laune, gutes Wetter, kann es denn besser sein? Nun ist das Stadion noch da, alle klatschen, die Ecke kommt rein. Der portugiesische Torwart mit einer Faust. Ganz sicher sah das nicht aus, aber der Ball kommt raus. Dexter Lang ist da, setzt nach. Es wird gepfiffen. Der Linienrichter zeigt es an. Und es gibt Gelb für Dexter Lang. Stürmischer Applaus von der portugiesischen Bank.